Hallo, in diesem Video wollen wir uns den zweiten Teil unserer Schleifen angucken, die sogenannte Weil-Schleife. Die ist etwas dynamischer, flexibler, allerdings auch ein bisschen komplizierter und man muss ein bisschen mehr aufpassen, damit das Programm nicht stecken bleibt. Das zeige ich Ihnen gleich. Zuerst wollen wir, genau wie beim letzten Mal, uns das ein bisschen strukturell erstmal angucken, wie wird sie überhaupt aufgebaut. Im Prinzip sieht sie so aus. Man sagt while. Sagen wir mal, i ist größer 0. Und das ist auch die einzige Bedingung, die wir dort reinschreiben. Klammer auf, irgendetwas passiert jetzt hier und Klammer zu. Der Hauptunterschied zu der Vorschleife ist, dass die While-Schleife tatsächlich nur eine Rausspringbedingung beinhaltet. Das wäre diese Bedingung hier. Und die Schleifenvariable, wie sie initialisiert wird, wie sie hochgezählt wird oder runtergezählt wird, da müssen wir uns selbst darum kümmern. Das heißt, irgendwo ganz vorne, vor der While-Schleife, müsste ich dann auch sagen, dass die i soll vielleicht mit einer 10 initialisiert werden. Und normalerweise am Ende von dieser While-Schleife, im Block drin, im Körper drin, muss ich dann auch sagen, machen wir mal was Interessanteres, i soll sein i minus 1. Natürlich kann man hier auch viel kompliziertere Funktionen und Berechnungen machen. In unserem Fall ist es vielleicht ein bisschen einfacher, es einfach zu halten. Das Programm ist natürlich auch hier irgendwo davor existent und danach geht es auch wieder weiter. Sonst funktioniert die While-Schleife genau wie die Vorschleife. Dort wird reingesprungen und danach hochgezählt oder runtergezählt, aber eben diesmal nicht automatisch, sondern wir müssen dafür sorgen. Und dann springt sie automatisch allerdings raus, wenn diese Bedingung hier nicht mehr erfüllt ist. Deswegen heißt sie auch while. Also während i größer 0 ist, wird man in den Körper der Schleife reinspringen. Ansonsten springt man raus und macht mit dem restlichen Programm weiter. Es ist eine sehr gute Frage, was würde passieren, wenn wir diese Zeile hier vergessen würden? Wenn wir sie vergessen, dann wird diese Variable sich nie ändern. Und das Programm kann das nicht erkennen, der Arduino kann nicht erkennen, was unsere Absicht war und dass wir es einfach vergessen haben. Und er wird für immer und ewig in dieser Schleife rein drin stecken bleiben. Das ist auch eine sogenannte Infinite Loop oder unendliche Schleife. Und das ist etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Das heißt, wenn Sie While-Schleifen benutzen, wäre es sehr wichtig, zuerst an die Schleifenvariable zu denken, wann sie verändert wird und ob diese Bedingung jemals eintreffen möchte. Wenn wir jetzt diesen Fehler begehen sollten, dann muss man einfach das Programm neu starten, auf einem normalen Rechner, das passiert ab und zu, oder beim Arduino eben Stecker ziehen oder neues Programm raufladen und dann ist es natürlich auch wieder repariert.